Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Und heute gibt es ein Video, was sich, glaube ich, sehr viele von euch wünschen. Jedenfalls habe ich das sehr oft in den Kommentaren gelesen. Oh, ich weiß nicht wieso, aber ich bin echt müde. Jetzt, wo es draußen so heiß geworden ist, fühle ich mich irgendwie voll schlapp und müde. Vielleicht sollte ich einfach mehr trinken. Ich habe mir hier ein paar Stahlkammschuhe bestellt, das habe ich wirklich so oft in den Kommentaren gelesen. Die haben 45 Euro gekostet, es gibt noch günstigere, aber es gibt auch wesentlich teurere. Ich denke mal 45 Euro ist schon in Ordnung. Und heute werden wir mal testen, wie stabil solche Stahlkammschuhe sind und was die so alles aushalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ganz schön praktisch sind. Ich meine, wenn man so draußen arbeitet, irgendwas Schweres hebt oder irgendwas Schweres einem auf den Fuß fallen kann, dann kann der Fuß schon mal platt sein. Danach hat man halt so einen Plattfuß, ne? Oder gar keinen Fuß mehr. Okay, packen wir die erstmal aus und schauen die uns mal an. Mal schauen, wie die aussehen. Mal schauen, ob das schöne Schuhe sind. Aber das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt schöne Schuhe sind oder nicht. Hauptsache, die Dinger sind sicher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh, die sehen gar nicht so schlecht aus. Die sehen wirklich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ansonsten hier vorne, oh, da kann man nichts eindrücken. Das ist stabil. Da sind auf jeden Fall ordentliche Kappen drin. Ich habe die in meiner Größe bestellt. In 45, ich habe so 45, 44, ist von Schuh zu Schuh unterschiedlich. Ich ziehe die jetzt mal an und teste erstmal, ob die bequem sind. Die Schuhe passen, ansonsten fühlen sie sich wirklich an wie ganz normale Schuhe. Also ich kann mich da nicht beschweren, natürlich fühlt sich das jetzt nicht an wie ein super bequemer Sportschuh. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht schlecht an, ne? Also im Großen und Ganzen, vom Aussehen her, finde ich die auch in Ordnung. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Der Fuß hat hier vorne noch so ein bisschen Platz nach oben. Das liegt einfach daran, dass die Stahlkappe da drin ist. Und ich würde mal sagen, ich gönne mir jetzt noch einen Apfel und dann gehen wir raus, fangen mit den ersten Tests an. Oh, schaut mal, Freunde, wer mich mal wieder besucht. Ey, jetzt wo ich die Kamera anmache, drehst du dich um, zeigst mir deinen Popo und dann gehst du einfach weg, oder was? Böser Bombelski. Als allererstes fangen wir hier mal mit einem kleinen Test an, und zwar nehme ich mir einen Hammer, den Schuh habe ich angezogen und dann werde ich mal jetzt so ein bisschen da draufhauen und schauen, ob ich da was spüren werde. Ansonsten die Stahlkappe, die geht bis ungefähr hier hin, hier vorne ist sie drin, aber ich denke mal am Ende des Videos werden wir uns nochmal anschauen, wie die Stahlkappe da drin wirklich aussieht, weil ich denke, den Schuh, den werden wir schon noch zerbersten. Okay, ich nehme hier mal die stumpfe Seite und dann haue ich da jetzt erstmal drauf. Das war nicht so fest, ich habe nichts gespürt. Das war schon ein bisschen fester. Ah! Okay, das hält auf jeden Fall. Ich habe da aber, wenn ich ehrlich bin, kein Vertrauen, wenn ich da mit voller Wucht jetzt draufhauen würde. Wir nehmen uns mal diesen anderen Schuh hier, den ich nicht anhab, und dann haue ich jetzt mal mit voller Wucht drauf. 3, 2, 1. Oh! Oh! Okay, mal reinfühlen. Fühlt sich alles noch ziemlich normal an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein verdammt komisches Gefühl, mit dem Hammer da drauf zu hauen, wenn man den Schuh so anhat. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Okay, also ein Hammerschlag. Hält die Stahlkappe auf jeden Fall stand. Aber das sollte sie auch mindestens. Für den nächsten Test brauchen wir erstmal einen neuen Freiwilligen. Das will ich nicht tun. Und zwar habe ich hier Eierski. Den nehmen wir und schieben den jetzt vorne unter die Stahlkappe rein. Und dann werden wir mal irgendwas drauf fallen lassen. Und mal schauen, ob Eierski kaputt gehen wird oder nicht. Hier habe ich einen schönen dicken Pflasterstein. Oh, wenn der jemanden auf Fuß fallen würde, das würde auf jeden Fall ganz schön wehtun. So, zielen wir mal richtig. Und dann 3, 2, 1. Bam! Oh, Flip! Dem Schuh ist hier vorne nichts passiert. Die Kappe scheint auch noch intakt zu sein, aber leider ist Eierski kaputt gegangen. Ich weiß nicht, oh ja, man sieht es. Oh ja, man sieht es ganz eindeutig. Eierski ist richtig kaputt gegangen, aber ich muss auch dazu sagen, der ist schon im Vergleich zu einem Zeh ganz schön dick und der hat die Stahlkappe hier vorne schon berührt, als ich den da reingesteckt habe. Deswegen denke ich mal, hat er nachgegeben. Wirklich sehr traurig. Das war keine gute Idee. Tut mir leid, Eierski. Benutzen wir als nächstes mal den Morgenstern. Der richtet auf jeden Fall großen Schaden an mit seiner dicken Kugel hier und mit seinen Stacheln. Ha, ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. 3, 2, 1, ja. Bam. Bam.
Der Morgenstern, der ist hier durch die äußere Schicht gekommen, durch das Leder, aber natürlich nicht durch die Stahlkappe. Die hat den geblockt. Das ist eine richtig gute Sache. Aber jetzt hat der Schuh halt einen kleinen Riss, ne? Greifen wir als nächstes zur Spaltaxt und hauen damit voller Wucht drauf. Mal gucken, ob die Stahlkappe einem Hieb von der Spaltaxt standhalten kann. Oh, ich hoffe, der Schuh wird mir gleich nicht ins Gesicht geschleudert oder so, wenn ich da drauf hau. Aber naja, da muss ich jetzt durch. Ja. Oh. Oh. Ja, der arme Baumstumpf, der macht schon echt viel mit. Ich krieg die Axt hier gar nicht so leicht raus. Ansonsten haben wir den Schuh leider nicht richtig erwischt. Nur so gestriffen, würde ich mal sagen. Aber schaut euch das an. Das ist ein ordentlicher Schnitt, ein ordentlicher Riss. Aber nicht aussagekräftig. Wir haben die Kappe hier nicht erwischt. Das bedeutet, wir schlagen da nochmal mit der Axt drauf. Ach ja, noch eine Frage am Rande. Euch ist bestimmt jetzt öfters aufgefallen, dass ich mal aus meiner Perspektive gefilmt habe und die Kamera auf meinen Kopf gesetzt habe. Wie gefällt euch das eigentlich? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Okay, Kame. Wow, schaut euch das mal an. Die erste Schicht haben wir komplett abgezogen mit der Axt. Hier sind wir dagegen gekommen, dann abgerutscht und die Stahlkappe hat so ein paar leichte Kratzer, aber ansonsten ist da nichts weiter passiert. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen, auch wenn man da voller Wucht mit der Axt reinkommt oder so. Also das Teil, das ist stabil. Dass es so stabil ist, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht erwartet. Aber gut, wenn man so eine ganz schwere Palette irgendwie auf den Fuß bekommt, sollte der Schuh ja auch standhalten. Also von daher ist schon eine richtig gute Sache. Aber wir werden den heute auf jeden Fall noch zerbersten, denke ich mal. Nehmen wir als nächstes mal die Spitzhacke und damit werden wir mit der Spitzenseite voll da reinhämmern. Los geht's, Freunde. Ach komm, die jagen wir da jetzt aber so richtig durch. Den Schuh nochmal ein Stück nach vorne stellen und jetzt aber so richtig, richtig. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Meint ihr, das hätte ein bisschen wehgetan? Oder meint ihr, das hätte eher nicht wehgetan? Holen wir die Spitzhacke mal da raus. Das ist hier gar nicht so einfach. Auf jeden Fall haben wir die Stahlkappe nur hier am Rand erwischt, sind danach abgerutscht in den Schuh rein und es ging einfach komplett durch. Oh, es ging einfach so komplett durch. Ich muss den Schuh da erstmal befreien. Okay, geschafft. Ist ein schönes Loch. Man kann da locker durchschauen. Oh, nicht schlecht, ey. Da ich nicht richtig getroffen habe, müssen wir das jetzt auf jeden Fall nochmal durchziehen. Und hier schön auf die Stahlkappe. 3, 2, 1 und... Oh, schon wieder verfehlt. Oh, komm schon, jetzt aber. Oh, nein. Boah, der Schuh sieht jetzt schon ein bisschen mitgenommen aus. Ansonsten, ich habe jetzt mal die andere Seite genommen, nicht die Spitze, die längliche. Und da habe ich wirklich sehr gut getroffen und das ist genauso wie bei der Spitzen. Man rutscht dann einfach weg und ich muss ganz ehrlich sagen, der Schuh, der hält. Der ist stabil, der ist gut, der tut, was er soll. Ich bin begeistert. Nehmen wir jetzt mal den Vorschlaghammer. Oh Mann, das wird ein richtig heftiger Schlag, das sage ich euch. Mal schauen, ob er dem standhalten kann. Ach, Freundchen, jetzt bist du dran. Okay, 3, 2, 1. Ja. Das war nicht richtig getroffen. Noch ein Schlag. Oh Mann, der Schlag, der war zwar schon besser, aber immer noch nicht gut genug. Au.
Ich habe so das Gefühl, bevor der Schuh nachgibt, gibt Stumpfi nach, ey. Armer Stumpfi, du musst hier ganz schön leiden bei meinen Experimenten. Komm, Bruder, ich helfe dir mal hoch hier. So. Ansonsten hat die Stahlkappe hier gar nicht so viel abbekommen. Ich stecke auch meine Hand rein und... Ja, ist schon ein bisschen eingedellt, ist ein bisschen enger als vorher, aber noch voll in Ordnung. Ich würde mal sagen, es wird hier an der Zeit, die Stahlkappe jetzt mal so langsam aus dem Schuh zu befreien. Ich versuche das Ganze hier mal, ich schneide das alles einfach ab und dann wird das hier schon klappen. Die Stahlkappe habe ich jetzt geschafft rauszunehmen, die sieht hier so aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, die hat sich nur ganz minimal verformt, die ist wirklich sehr, sehr stabil. Die war darin festgeklebt und hier nochmal so eingehakt. Also das Ding war schon sehr stark da drin verbaut, nicht schlecht auf jeden Fall. Ansonsten habe ich mir die etwas größer vorgestellt, aber ist ja auch wirklich nur für den vorderen Bereich gedacht. Hier könnt ihr euch den Schuh nochmal anschauen. Also man hat hier sozusagen eine Lederschicht, dann kommt die Stahlkappe und dann kommt einfach nochmal so eine Stoffschicht, damit eben die Stahlkappe nicht direkt an deinem Fuß hängt, also nicht direkt am Zeh hängt. Also so ist der Schuh aufgebaut und ich muss ganz ehrlich sagen, das kleine Teil, das ist wirklich ultra stabil. Also wir haben es im Grunde genommen nicht geschafft, da durchzukommen. Ein Schuh ist kaputt, ein Schuh haben wir noch übrig, Freunde. Das bedeutet, ich hätte Lust auf einen zweiten Teil. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr auch Bock auf einen zweiten Teil? Wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da. Bei 5000 Likes wird es einen zweiten Teil geben. Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, wie es aussieht, wenn man den mal in die Hydraulikpresse steckt oder wenn man mit der Armbrust da draufballert. Ansonsten war es das für heute, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt.